Die Uhr erst einschalten, wenn ich anfange, bitte. Die Uhr bitte erst einschalten, wenn ich anfange. Ist ausgemacht. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Finanzminister, es ist eh interessant, ja, wie Sie sich herstellen und so ehrlich gesagt so tun, als ob Sie für Aufklärung und für Transparenz stehen und alles ordentlich beantworten und eh daran arbeiten, dass Österreich besser wird. Und wenn es zu irgendwelchen Verfehlungen gekommen ist, dann ist das zu verurteilen. Das ist ja mehr oder weniger, was Sie machen. Ich glaube, ich muss Ihnen nur auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Erstens, Sie haben die Fragen hier nicht richtig beantwortet. Das fängt gleich an, das kann jeder, das hat ja jeder vor sich liegen. Die erste Frage, die der Kollege Hafenecker stellt, ist, wurden von Ihrem Bundesministerium Aufträge an die Kamersin Research and Identity GmbH zwischen 2013 und 2021 vergeben? Also, zwischen 2013 und 2021. Und dann brauchen Sie ja nur Ihre eigene Antwort durchlesen. Da steht, folgende Aufträge wurden im abgefragten Zeitraum ab 2019 vergeben. Das ist aber nicht der abgefragte Zeitraum. Sie haben mir einfach 6 Jahre nicht beantwortet. Das ist einmal eine Sache. Vielleicht ist es ein Tippfehler. Ich weiß es ja nicht. Aber das, ja, Sie werden mir jetzt nicht vorhalten, dass ich lesen kann und dass mir auffällt, dass hier was anderes beantwortet wird, oder? Ja, so. Also da würde ich Sie erstens einmal ersuchen, Herr Finanzminister, entweder es ist ein Tippfehler und es geht um ab 2013, dann sagen Sie es, oder Sie haben hier nicht beantwortet, was gefragt wurde. Zweitens, Sie haben gesagt, Studien sind wichtig, weil es geht ja um faktenbasierte Politik. Ich meine, da muss ich lachen. Das, was hier unter Studie geht, sind Meinungsumfragen. Und Meinungsumfragen erheben nicht Fakten. Sie verwechseln da Sachen. Alle diese sogenannten Studien sind Meinungsumfragen. Und noch einmal, eine Meinungsumfrage erhebt nicht Fakten, sondern Stimmungen und Meinungen. Das ist nicht faktenbasiert und das hat auch nichts mit Fakten zu tun. Das damit zu verteidigen, zeigt dafür, dass Sie offenbar nicht das notwendige Problembewusstsein haben. Sie sagen, Sie stehen für volle Transparenz. Haben Sie gerade vorher gesagt, volle Transparenz. Dann stellt sich für mich die Frage, wenn Sie für volle Transparenz stehen, dann erklären Sie doch bitte, wieso Sie den Bericht der internen Revision nicht veröffentlicht haben, sondern den Bericht zu einem Anhang gemacht haben, aus dem rausgenommen haben, erstens alle Zahlen und zweitens alle Verbindungen zum Generalsekretariat und zum Kabinett und das dann veröffentlicht haben. Sie haben zuerst alle Spuren zum Generalsekretariat und alle Spuren zum Kabinett, das Sie fast zur Gänze von Herrn Blümel übernommen haben. Zur Gänze. Wie viele Änderungen eine Person ist geändert? Ja, vom gesamten Kabinett haben Sie übernommen. Aber der Bericht, wo klar drin steht, wie der politisch bestellte Generalsekretär und Ihr Kabinett Einfluss nehmen auf diese ganzen Vergaben, und auf diese ganzen Umfragen, das ist, und auf die Inserate in Österreich und so weiter, das ist alles rauszensiert. Und veröffentlicht haben Sie dann einen Bericht, wo das alles draußen ist. Das ist nicht volle Transparenz, das ist, ehrlich gesagt, das Gegenteil davon. Das ist, den Beitrag der politischen Ebene zu dieser politischen Korruption rauszunehmen aus einem Bericht und so zu tun, als ob es hier um optimierte Verwaltungsabläufe geht. Nein, es geht nicht darum, Verwaltungsabläufe zu optimieren. Es geht darum, dass die ÖVP Verwaltungsabläufe für parteipolitische Zwecke missbraucht. Und sonst geht um nichts anderes geht es hier. Um nichts anderes. Oh Gott, Leute, ja. Bitte tun Sie Ihre Worte für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufbrauchen. Die hören sich sicher gerne an. Sie sagen, wir sollen nicht pauschal verurteilen. Wir tun hier gar nichts pauschal verurteilen. Sie tun pauschal freisprechen. Sie tun pauschal freisprechen alle Mitarbeiter, die Sie von Blümel übernommen haben. Obwohl, wenn Sie das ernsthaft sich anschauen würden, würden Sie sehen, dass Ihr halbes Kabinett mitgewirkt hat an der politischen Korruption. Mitgewirkt persönlich, Ihr eigener Kabinettschef. Mitgewirkt daran. Sie machen wirklich
Das ist nicht das, was ich ehrlich gesagt unter Transparenz und unter Beitrag zur Aufklärung verstehe, sondern das, was ich darunter verstehe, ist, dass Sie es offenbar nicht gelernt haben, dass die ÖVP endlich aufhören muss mit dieser Korruption. Vielen Dank. Kai-Jan Greiner, SPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss. Er meint, die Fragen zu den Auftragsvergaben an Kamerasin Research wurden nicht richtig beantwortet. Es wurden nämlich konkret 6 Jahre der Anfrage einfach nicht beantwortet.